Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute beschäftigen wir uns mit den Neuerscheinungen für den Mai. Und tatsächlich habe ich mir jetzt mal wieder eine Lebensaufgabe vorgenommen, denn ich habe über 50 Bücher rausgesucht. Ich weiß nicht, wie das jetzt schon wieder so ein Monat sein kann tatsächlich. Ich dachte, Buchmesse, März, okay, das sind so viele Neuerscheinungen, logisch, ne, weil wegen Buchmesse. Mai, keine Ahnung, warum da jetzt so viel rauskommt, was mich anspricht, aber es ist wahnsinnig viel. Und deswegen würde ich auch sagen, wir starten direkt mit den Büchern. Ich lese wie immer die Klappentexte vor. Ihr habt wie immer die Timestamps. Es ist meistens Fantasy oder eben Romance. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare unten schreiben, welche Neuerscheinungen ihr euch anschauen wollt, welche bei euch relativ weit oben auf der Liste steht. Und wenn ihr vielleicht noch ein Buch hier im Video entdeckt habt, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne mitteilen. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr hier aus diesen Neuerscheinungsvideos tatsächlich so ein paar Tipps mitnimmt. Das habe ich, glaube ich, so auch noch nie gefragt. Das würde mich sehr interessieren und ich würde sagen, ich bewaffne mich jetzt mit meinem Tablet und dann legen wir los. Die Töchter der Phönixreiter, Heart of Flames, das ist ein zweiter Band, geschrieben von Niki Paupreto oder so ähnlich. Es wird als gebundenes Buch 20 Euro kosten. Es wird am 15. Mai erscheinen und zwar im CWJ Verlag und da es sich um einen zweiten Teil handelt, lese ich euch den Klappentext von Band 1 vor. Einst wurde das Reich von Pyra von mächtigen Phönixreitern regiert, bis der Krieg zwischen zwei königlichen Schwestern das Land zerriss. 16 Jahre später träumen die Kriegsweißen Veronika und ihre ältere Schwester Val davon, selbst Phönixreiter zu werden. Doch als Val Veronika aufs Schlimmste hintergeht, beschließt Veronica, sich alleine auf die Suche nach den letzten verbliebenen Reitern zu machen. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich als Junge verkleiden muss. Gerade als Veronica das Gefühl hat, in den Reihen der Phönixreiter akzeptiert zu werden, kehrt Val zurück und enthüllt ein Netz aus Lügen, das alles für immer verändern wird. Ich habe tatsächlich Band 1 nicht gelesen. Das ist aber tatsächlich eine Reihe, die doch sehr gehypt worden ist, aber nicht ganz so bekannt ist, glaube ich. Aber diejenigen, die es gelesen haben, fanden es wirklich, wirklich toll. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Fortsetzung und diese Liste ist auf jeden Fall weiterhin auf meiner Wunschliste. Sweet Home Highlander erscheint am 15. Mai, ist geschrieben von Emily Howard und es wird 14 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Moor Verlag. Es ist ebenfalls der erste Band einer Reihe und ich lese euch mal den Klappentext vor. Lady Alyssa Montgomery führt eine durchaus erträgliche Ehe. Ihr Mann lebt in Schottland und sie in Paris. Doch als ihr dieses Leben nicht mehr ausreicht, will sie nur noch eines: die Scheidung. Niall Stuart McLaren, der raubeigene Laird von Tarbendale, bereut den Tag, an dem er seine Frau kennenlernte. Keine andere hat sein Blut je so in Wallung gebracht. Als Alisa nach Schottland reist und die Scheidung verlangt, willigt Niall unter einer Bedingung ein. 6 Wochen lang soll sie noch seine Frau in seinem Schloss und in seinem Bett sein. Und ich bin super gespannt drauf. Also, das ist genau nach meinem Geschmack. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Ich freue mich da sehr drauf. Actually Yours von Tessa Bailey ist der zweite Band von der Napa Valley-Reihe. Das Buch erscheint am 14. Mai im KISS Verlag, ist von Tessa Bailey geschrieben und wird als Paperback 16 Euro kosten. Natalie Foss ist auf einem Weinberg aufgewachsen und weiß einfach alles über Wein. Ihr beruflicher Traum ist allerdings eine eigene Investmentfirma. Dafür braucht sie Startkapital, doch an ihren Treuhandfonds kommt sie dummerweise nur, wenn sie verheiratet ist. Augustus Cates gehört vielleicht ein Weinberg, aber er versteht nicht das Geringste von Wein. Er hat das Land gekauft, um den Traum seines toten Freundes zu erfüllen. Nur schmeckt Augustus Wein einfach nicht und er braucht bestimmt keine Napa Valley Erbin, die ihn beleidigt, um das zu erkennen.
Natalie und August können einander nicht ausstehen, aber sie können einander helfen. Wenn sie ein paar Monate in einer Zweckehe überstehen, ohne sich gegenseitig umzubringen oder etwas anderes Dummes zu tun, wie miteinander im Bett zu landen. Ich habe den ersten Teil tatsächlich schon gelesen, der hat mir sehr gut gefallen, es war sehr humorvoll, sehr spicy auch stellenweise, ein bisschen zu überspitzt, vielleicht ein bisschen zu kitschig, aber doch echt nett für zwischendurch und deswegen würde ich auch sehr gerne dieses Buch lesen. Love Song ist der erste Band einer neuen Reihe. Das Buch ist von Isabel May geschrieben, es wird als Paperback 17 Euro kosten, es erscheint am 11. Mai und zwar im Oettinger Verlag. An ihrem 18. Geburtstag ist das unbeschwerte Leben der Prinzessin Undine vorbei. Eine düstere Prophezeiung verstößt sie aus der höfischen Gesellschaft. Das Unheil der roten Witwe verfolgt sie. Jeder, der diesen Orakelspruch empfängt, soll geopfert werden. Auf ihrer Flucht begegnet Undine Daryl, ihrem nervtötenden Reit- und Fechtlehrer. Ausgerechnet er wird ihr unerwarteter Verbündeter. Gemeinsam entkommen sie dem Angriff der Blutjägerin Oana, die von ihrem Ziehvater Marus einen ungewöhnlichen Auftrag erhalten hat. Sie soll ihm die Prinzessin Undine lebendig zurückbringen. Die Flucht führt sie in eine verlassene Hütte im Wald, wo sich Undine und Daryl nicht nur dem Angriffen der Blutjägerin, sondern auch ihren eigenen Standesunterschieden und Vorurteilen stellen müssen. Können Undine und Daryl ihre Differenzen überwinden und der Blutjägerin entkommen? Auch das, finde ich, klingt sehr, sehr vielversprechend und wirklich richtig cool. Sehr jugendlich vielleicht auch, aber darauf hätte ich tatsächlich auch sehr große Lust. To Gaze Upon Wicked Gods, falsche Götter. Das Buch erscheint am 6. Mai als gebundene Ausgabe für 25 Euro im Crosskult Verlag und ist von Molly Chang geschrieben. Ryan, bekannt als das vom Tod gesegnete Mädchen, will bloß überleben, aber als ihre Magiefähigkeiten von einem feindlichen Prinzen entdeckt werden, muss sie entscheiden, ob die Rettung ihrer Familie es wert ist, ihr Land zu verraten. Schon solange Yang Yuring lebt, ist das Reich Erlang von den Römern besetzt, deren fortschrittliche Wissenschaft und Militär sie zu Göttern machen. Aber diese Götter sind nicht gütig. Ihre einzigen Gaben: Grausamkeit, Opium und Zerstörung. Als Antonius, der zweite Prinz von Rom, Runings Macht aufdeckt, wird sie zu dem, was sie immer befürchtet hat. Eine perfekte Attentäterin. Während die Spannungen zunehmen und sich eine Rebellion anbahnt, kann Ruying nicht länger leugnen, dass Frieden für Erlang ein Todesurteil bedeutet. Ein Tod, den sie vielleicht nicht bereit ist zu vollstrecken. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, schaut auch interessant aus, wie ich finde. Kann man sich auf jeden Fall mal näher anschauen. All die Worte zwischen uns erscheint am 3. Mai, ist von A. Corelli geschrieben, wird 15 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Piper Verlag. Sarah kann ihren Nachbarn Lucas nicht ausstehen. Seit Jahren liefern sie sich einen erbitterten Streit, in dem sie Zettel mit Beleidigungen an ihre Fenster hängen. Dumm nur, dass ihre Eltern gut befreundet sind und die beiden vor ein Ultimatum stellen. Es dürfen nur noch ernst gemeinte Nettigkeiten ausgetauscht werden, ansonsten müssen beide mit in den gefürchteten Campingurlaub. Zum ersten Mal müssen die beiden sich mit dem Leben des anderen auseinandersetzen. Sarah wehrt sich gegen die Gefühle, die dabei in ihr aufkommen. Bis zu jener Nacht, in der sie eine folgenschwere Entdeckung macht und ihr bewusst wird, dass es nicht nur ihr Herz ist, das auf dem Spiel steht. Denn Worte können töten. Das Buch klingt wirklich sehr jugendlich, wie ich finde, aber auch sehr ansprechend. Das werde ich mir definitiv mal genauer anschauen. Die Gesetze der Magie, das erscheint am 3. Mai, ist von Jenny Carpe geschrieben, wird als Paperback 17 Euro kosten und erscheint im Piper Verlag. An einem geheimen Institut in Dublin erforschen magisch begabte Studierende die verlorenen Gesetze der Magie.
Als die junge Quantenphysikerin Willow neu hinzukommt, ist sie zunächst fasziniert, hat aber dennoch Schwierigkeiten, sich einzufinden. Ihr Mentor Anthony, bei dem sie promovieren wollte, ist plötzlich wie verwandelt und fast jeder am Institut scheint ein Geheimnis zu haben. Zudem will niemand über das mysteriöse Verschwinden eines Austauschstudenten reden. Auf sich alleine gestellt muss Willow der Wahrheit auf die Spur kommen, bevor sich die Gesetze der Magie gegen sie wenden. Darunter kann ich mir tatsächlich jetzt so vom Klappentext her noch nicht so viel vorstellen. Allerdings finde ich, dass es doch sehr spannend klingt und ist auf jeden Fall einen zweiten Blick wert. I Want You to Stay erscheint am 3. Mai, ist geschrieben von Stephanie Santa. Es wird 15 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Everlove Verlag. Infolge einer scheinbar harmlosen Verletzung verliert Birdie ein Bein. Nicht nur Birdie ist mit der Situation völlig überfordert. Auch ihr Vater, ein reicher Politiker, weiß nicht mehr, wie er mit seiner Tochter umgehen soll. Nach einem Galaabend, zu dem sie ihren Vater widerwillig begleitet, flüchtet Birdie in eine schummrige Bar, wo sie auf den geheimnisvollen Musiker Nave trifft, der nichts von ihrer Geschichte ahnt. Beide spüren sofort, dass sie füreinander bestimmt sind. Doch die Geheimnisse, die sie sich verschweigen, drängen mit jedem Tag, jeder Berührung, jedem Kuss nach und nach ans Licht und stellen ihr Glück auf die Probe. Hier bin ich mir tatsächlich sehr unsicher, weil es wieder mit diesem Musiker ist und alle Bücher, die so mit Popstars, Stars, Singer, Songwriter zu tun hat, das ist irgendwie nicht so mein Ding einfach. Aber trotzdem finde ich die Ausgangssituation sehr spannend, werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. A Marvelous Light, der magische Fluch, erscheint am 3. Mai von Freya Mars geschrieben. Es wird 18 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Piper Verlag. England 1908. Baronet Robin Blythe tritt seinen neuen Job an. Eigentlich hatte er einen langweiligen Verwaltungsposten erwartet, doch stattdessen ist er plötzlich Verbindungsmann zu einer magischen Geheimgesellschaft. Sein Vorgänger ist spurlos verschwunden und hinterließ nur einen Haufen Feinde, die Robin mit einem tödlichen Fluch belegen. Seine einzige Hoffnung, dem Tod zu entrinnen, ist Edwin Corsi, sein unausstehlicher Kollege. Widerwillig müssen die beiden zusammenarbeiten und kommen dabei einer Verschwörung auf die Spur, die die gesamte magische Gesellschaft bedroht. Auch das, finde ich, klingt wahnsinnig spannend. Das werde ich mir auch genauer anschauen. The Cheat Sheet, ist es je zu spät, die Friendzone zu verlassen, erscheint am 3. Mai, ist von Sarah Adams geschrieben, wird 15 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Everlove Verlag. Seit sie sich erinnern kann, ist Bree in ihren besten Freund und berühmten Footballspieler Nathan verliebt. Aber Bree traut sich nicht, den nächsten Schritt zu machen, bis ihr während einer Partynacht eine Reporterin gegenüber herausrutscht, dass sie Nathan liebt. Das Video von Brees Geständnis geht viral und plötzlich ist die ganze Welt davon überzeugt, dass die zwei zusammengehören. Für einen Marketing-Deal, der für beide lukrativ ist, tun sie so, als würden sie daten. Aber dann verhält sich Nathan alles andere als platonisch und scheint mit Bree zu flirten. Meint er es ernst? Ja, das klingt nach einer Rom-Com, das klingt nach meinem Geschmack. Das Buch steht auf jeden Fall sehr weit oben auf meiner Wunschliste. A Taste of Tea, ein Hauch von Tee und Blut, erscheint am 2. Mai im Knauer Verlag. Es wird als gebundene Ausgabe 22 Euro kosten und ist von Hafsa Faisal geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen richtig ausspricht. Die Straßen von White Roaring gehören Arthi Kasimir, kriminelle Superhörn, Weise und Sammlerin von Geheimnissen. In ihrem luxuriösen Teehaus empfängt die Weise Arthi Kasimir tagsüber die Reichen der Stadt und gelangt dabei an so manche brisante Geheimnisse.
Nachts jedoch verwandelt sich die Teestube in ein illegales Bluthaus für Vampire, die von den Einwohnern des Landes Etenia ebenso gefürchtet wie geachtet werden. Doch als ihr Teehaus bedroht wird, bietet ein geheimnisvoller Fremder, Arcy, einen Deal an, den sie nicht widerstehen kann. Sie soll ein Buch stehlen, das sich in der verführerischen Unterwelt Etanias befindet, die von den mächtigen Vampiren beherrscht wird und zu der Außenstehende keinen Zutritt haben. Zusammen mit ihrem engsten Vertrauten Chin stellt Arcy eine Crew für dieses unmögliche Unterfangen zusammen. Doch nicht alle sind wirklich auf ihrer Seite und plötzlich findet Arcy sich inmitten einer Verschwörung mächtiger Vampire wieder, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Also wieder eine Vampirgeschichte, diesmal aber irgendwie mit einer Mission und Tee und dieses und jenes, Geheimnisse, Intrigen etc. pp. Klingt auf jeden Fall super interessant, mal was Neues. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch genauer anschauen. Funny Story von Emily Henry erscheint am 2. Mai. Es wird als Paperback 18 Euro kosten und es erscheint im Knauer Verlag. Daphne ist gestrandet. Ausgerechnet in der zugegeben wunderschönen Heimatstadt ihres Ex-Verlobten Peter in Michigan, wo sie weder Freunde noch Verwandte hat. Denn Peter hat festgestellt, dass er seine Kindheitsfreundin Petra liebt und Daphne hat in der Stadt am See zwar auch ihren Traumjob als Kinderbibliothekarin gefunden, doch der bezahlt kaum die Rechnungen. Die Lösung? Eine WG mit dem einzigen Menschen, der Daphnes missliche Lage versteht. Petras Ex-Verlobter Miles. Dummerweise ist der chaotische Miles, der Trost in herzerreißende Love-Songs sucht, das genaue Gegenteil der pragmatischen Daphne. Also gehen sich die beiden möglichst aus dem Weg, bis sie eines Abends zusammen ihre Sorgen ertränken und einen Plan schmieden, der auch das Posten von ein paar missverständlichen Fotos ihrer gemeinsamen Sommerabenteuer vorsieht. Natürlich ist das alles nur Show, denn wer würde schon einen Neuanfang wagen mit jemandem, dessen Herz genauso gebrochen ist wie das eigene. Auch das ist wieder eine Rom-Com. Emily Henry ist vielleicht für einige von euch ein Begriff. Ich habe tatsächlich noch nichts von ihr gelesen. Ich werde mir aber auch dieses Buch genauer anschauen. Always Isn't Forever von J.C. Carantes erscheint am 2. Mai als Taschenbuch für 16 Euro und zwar im Kroku Verlag. Ist der Tod wirklich das Ende? Hart Augusto und Ruby Armenta waren seit ihrer Kindheit beste Freunde und Seelenverwandte. Als Hart bei einem Bootsunfall tragisch ertrinkt, ist Ruby völlig erschüttert. Doch auch Hart kann Ruby nicht loslassen. Und durch eine göttliche Fügung wird ihm eine zweite Chance geboten. Das einzige Problem, sein Körper liegt auf dem Meeresgrund. Also muss ein neuer her. Und der gehört ausgerechnet Schul-Bad-Boy Jameson. Als Hart in die Stadt zurückkehrt, stellt er also fest, dass es schwieriger sein wird, Ruby zurückzugewinnen, als er es sich vorgestellt hat. Zum einen ist es ihm untersagt, Ruby die Wahrheit mitzuteilen. Und mit jedem Tag, den er als Jameson verbringt, beginnen die Erinnerungen an sein Leben als Hart zu verblassen. Obwohl Ruby immer noch um Hart trauert, kann sie nicht leugnen, dass sie irgendwas zu Jameson hinzieht. Warum erinnert er sie so sehr an Hart? Verzweifelt versucht Ruby herauszufinden, ob die Verbindung, die sie spürt, echt ist und beginnt, Jameson ihr Herz zu öffnen. Aber wird ihre Liebe ausreichen, um die Distanz zwischen ihnen zu überbrücken? Diese Idee finde ich irgendwie gruselig, aber irgendwie auch super spannend. Sehr jung auch, aber ich hätte auf jeden Fall Lust, das zu lesen. Die Liebe der Lady River erscheint am 2. Mai, ist von Kristen McIver geschrieben. Es wird 14,99 € als Paperback kosten und es erscheint im Knauer Verlag und ist ein zweiter Band. Schottland, 1486. Lady River Mackay blickt ihrer geplanten Hochzeit entgegen. Sie träumt von einer liebevollen Ehe und einer Reise in die Handelsstadt Brügge. Doch ihr frisch verwitweter und trauernder Ehemann Morgan reagiert abweisend. Die romantische Frau ist verzweifelt und sucht den Grund dabei bei sich. Aber muss wirklich sie sich ändern? Leidenschaftliche Momente, die Morgans eisige Ablehnung durchbrechen, lassen River um die Ehe kämpfen.
bis sie zwischen den Intrigen von Morgens bestem Freund und einem dunklen Geheimnis eine Entscheidung trifft, die alles zerstören könnte. Das ist ein historischer Liebesroman, der in Schottland spielt. Was genau soll ich noch dazu sagen? Natürlich werde ich mir das Buch anschauen. Inside, dein Leben gehört mir, erscheint am 2. Mai, ist von Antonia Wesseling geschrieben, wird 15 Euro als Paperback kosten und es erscheint ebenfalls im Knauer Verlag. Valerie Sophie ist eine der größten Influencerinnen Deutschlands. Jung, schön, reich und unglaublich beliebt. Dass sie dafür einige Abgründe überwunden und eine schwierige Vergangenheit hinter sich gelassen hat, weiß kaum jemand. Und das soll auch so bleiben. Als ein Stalker in ihr Leben tritt, der droht, ihr kleines Geheimnis zu verraten, gerät ihre Welt ins Wanken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Paul, einen ehemaligen Mitschüler, der inzwischen Polizist ist und verspricht, ihr zu helfen. Dabei kommen sie sich unerwartet nahe. Was Paul allerdings nicht ahnt, ist, dass auch er nur einen Teil der Geschichte kennt. Ich habe tatsächlich sehr viele Bücher von Antonia Wesseling auf der Wunschliste. Ich habe aber noch nichts von ihr gelesen. Ich finde, das klingt tatsächlich jetzt am ansprechendsten von all ihren bisher erschienenen Büchern. Daher werde ich mir das auf jeden Fall auch mal genauer anschauen. Eventuell warte ich aber da auch erst ein paar Rezensionen ab. Throne of the Fallen erscheint am 3. Mai von Carrie Maniscalco. Es wird als Paperback 18 Euro kosten und es erscheint im Piper Verlag. Der Fürst des Neids hat viele Namen. Frevler, Schurke, Sünder. Er stört sich nicht daran, denn er weiß selbst, dass er kein Heiliger ist. Als er eine kryptische Nachricht erhält, die den Beginn eines tödlichen Spiels ankündigt, weiß er, dass er noch viel schlimmere Namen zugeschrieben bekommen wird, bevor es endet. Das Problem mit Schurken und Halunken ist, dass sie kein Fünkchen Ehre im Leib haben. Eine Tatsache, die Miss Camilla Antonius auf die schmerzhafte Art erfährt, denn sie wird von einem mächtigen Lord erpresst. Da trifft sie auf den mysteriösen Lord Ashford Sinton, genannt Syn, der ihr einen Deal anbietet. Denn nur sie mit ihrem einzigartigen künstlerischen Talent kann ihm helfen, ein illustres Kunstobjekt zu finden. Um ihrer Vergangenheit zu entgehen, willigt Camilla ein. Gemeinsam müssen Enfrey und Camilla sich auf eine gefährliche Reise begeben, die von schillernden Dämonenhöfen bis hin zum sinnlichen Reich der Vampire führt und dabei versuchen, der gefährlichsten Falle von allen auszuweichen. Der Liebe. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, aber alle Bücher, die bereits im Piper Verlag erschienen sind, habe ich hier. Deswegen, ja, das Buch wird einziehen, ne? Also definitiv, ich hoffe ja mal, dass ich das jetzt dann auch irgendwie mal lesen werde. Was die Toten bewegt, erscheint am 6. Mai als gebundenes Buch für 20 Euro. Es ist von T. Kingfisher geschrieben und es erscheint im Crosskult Verlag. Als Alex Easton, ein Soldat im Ruhestand, die Nachricht erhält, dass seine Jugendfreundin Madeline Usher im Sterben liegt, eilt Alex augenblicklich zum Stammsitz der Usher in der abgelegenen Landschaft Ruritaniens. Was Alex dort fortfindet, ist ein Albtraum aus Pilzwucherungen und besessenen Tieren, die einen dunklen, pulsierenden See umgeben. Madeline schlafwandelt und spricht nachts mit seltsamen Stimmen und ihr Bruder Roderick wird von einer mysteriösen Nervenkrankheit heimgesucht. Mit Hilfe eines gefürchteten britischen Mykologen und eines verblüfften amerikanischen Arztes muss Alex das Geheimnis des Hauses Usher lüften, bevor es sie alle verschlingt. Dieses Buch hat noch nicht mal 200 Seiten. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halte. Ich weiß es nicht. Ich finde, es klingt so verrückt irgendwie, aber so interessant, dass ich mir das definitiv genauer anschauen werde. Traum aus Nacht und Schatten erscheint am 7. Mai als Paperback für 22 Euro, ist von Nasrin Shubli geschrieben und es erscheint im Riverfield Verlag. Habe ich noch nie gehört, aber das Buch klingt interessant. Etwas veränderte sich und der flüsternde Wind trug die Magie in die Menschenwelt.
Ina hat sich in ein einsames Haus zurückgezogen, fernab der Mitmenschen, denen sie sonderbar erscheint. Sie aber ist zufrieden mit dieser unbändigen Natur, deren Energie alles durchströmt und sie von Tag zu Tag mehr einnimmt. Doch bald bemerkt sie, dass sie nicht allein dort draußen zu sein scheint. Ein Gefühl zuerst nur, aber dann ein Schatten und schließlich steht er vor ihr. Kieran, der geheimnisvolle Traumdieb, der sie bestiehlt, offenbart ihr aber all das Verborgene, das vor ihren Augen schon immer lag. Nur, er dürfte nicht hier sein, denn er ist nicht aus dieser Welt. Ina aber lebt auf, begreift, dass ihr Anderssein viel mehr ist, als sie glaubte. Sie, die zwischen die Welten sehen kann und die unheilvolle Macht, die immer stärker wird, fühlt. Damit zu leben, wird allerdings nicht leicht werden, denn etwas viel Größeres ist im Gange. Und Ina ist nicht nur mittendrin, sondern sie wird entscheidend sein. Ich muss sagen, das klingt so düster, das klingt so atmosphärisch. Ich finde es mega spannend, mega spannend. Bring Me Your Midnight erscheint am 11. Mai als Hardcover für 20 Euro. Es ist von Rachel Griffin geschrieben und es erscheint im Oettinger Verlag. Das Schicksal von Tana Fairchild scheint vorgezeichnet. Eine arrangierte Hochzeit mit Landon, dem Sohn des Gouverneurs, um den Frieden zwischen den Inselhexen und den Festlandbewohnern zu sichern. Doch als Tana das Mitternachtsritual des Hexenzirkels verpasst, kann sie sich an niemanden um Hilfe wenden. In ihrer Not begegnet sie dem faszinierenden Magier Wolf, einem Hexer mit dunklen Geheimnissen, der behauptet, ihr helfen zu können. Er zeigt Tana eine Welt, in der sie sich mächtiger und lebendiger fühlt als je zuvor. Zwischen der arrangierten Hochzeit mit Landon und der unwiderstehlichen Anziehungskraft von Wolf steht Tana vor einer essentiellen Entscheidung. Sie muss sich zwischen Liebe und Pflicht, zwischen der Loyalität zu ihrem Volk und der Loyalität zu ihrem Herzen entscheiden. Und auch hier muss ich sagen, ich kenne die Autorin nicht. Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant. Aber ich kann es noch nicht so richtig greifen. Also hier werde ich auch erstmal abwarten auf so ein paar Stimmen. Aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Iron Empire, gekrönt vom Feuer der Nacht, ist der zweite Band von einer Dilogie. Und es erscheint am 15. Mai, ist von Emily Bär geschrieben und wird 14 Euro als Paperback kosten und es erscheint im CBT Verlag. Und da es sich um einen zweiten Band handelt, zu einer fortlaufenden Geschichte, lese ich euch den Klappentext von Band 1 vor. Als ein Flugzeug in ihrer Heimat abstürzt, ändert sich Kalias Leben schlagartig. Denn der Passagier ist niemand Geringeres als Hunter, der Prinz des Eisernen Imperiums, welches seit Jahrhunderten die wispernden Wälder zerstört und damit auch die Lebensgrundlage ihrer Bewohner. Kay, die erst kürzlich zur Seherin ernannt wurde und vergeblich um die Akzeptanz ihres Volks kämpft, sieht ihre Chance, sich zu beweisen. In der Hoffnung, ihre Heimat zu retten, begleitet sie den Prinzen zurück in sein Reich und merkt dabei schnell, dass ihre Verbindung weit über Diplomatie hinausgeht. Doch als Kay am kaiserlichen Hof ankommt, findet sie dort nichts als Intrigen und ein Land an der Schwelle zum Krieg, während der Menschheit buchstäblich die Luft zum Atmen ausgeht. Ich habe tatsächlich Band 1 schon hier, werd mir vermutlich auch Band 2 besorgen. Wann ich die Bücher lese, I don't know. Aber ansprechen tut's mich schon sehr. Soul and Ash, Liebe kennt keine Grenzen, von Jennifer L. Armentrout. Es erscheint am 15. Mai im Heine Verlag und wird als Paperback 18 Euro kosten. Und es ist ein 5. Band und ich lese euch mal den Klappentext von Band 1 vor. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau.
Als an der Landesgrenze die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Ich bilde mir ein, dass diese Reihe wirklich mittlerweile jeder kennt und jeder liebt und ich gehöre nicht dazu, aber ja, Band 5 wird auch bei mir einziehen. Ja. Stars and Smoke erscheint am 15. Mai, ist von Mary Lou geschrieben, wird als Paperback 14 Euro kosten und es erscheint im CBT-Verlag. Winter Young ist die neue internationale Sensation am Popmusikhimmel mit einer Stimme wie Samt und einem Aussehen, für das andere morden würden. Seine Star-Power bricht regelmäßig alle Rekorde und ausverkaufte Stadien sind für ihn an der Tagesordnung. Sydney Cossetts Leben hingegen könnte nicht unterschiedlicher sein, denn sie ist Teil einer Elite-Undercover-Einheit, der sie als jüngstes Mitglied aller Zeiten beigetreten ist. Doch als der Boss eines globalen Syndikats seiner Tochter ein Privatkonzert mit Winter schenkt, kreuzen sich ihre Wege. Denn Winter wird kurzerhand als Spion angeheuert und Sydney ihm als Bodyguard an die Seite gestellt. Zum Glück ist Sydney offenbar der einzige Mensch auf der Welt, der gegen Winters Charme immun ist. Als ihre Mission die beiden einander näher bringt, muss sich Sydney jedoch eingestehen, dass Winter Young vielleicht doch mehr ist als nur ein hübsches Gesicht. Von Mary Lou habe ich noch nichts gelesen, aber ich hatte sehr lange ungelesen hier im Regal diese Legend-Reihe, wenn das dieselbe Autorin ist. Ich bilde mir schon ein, das klingt jetzt irgendwie nach was komplett anderem. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es schaut gut aus, es klingt jetzt auch nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Princess of Souls erscheint am 16. Mai, ist von Alexandra Christo geschrieben. Es wird als Paperback 17 Euro kosten und das Buch erscheint im DTV-Verlag. Celestras Bestimmung ist es, das Erbe ihrer Mutter anzutreten und als Hexe des Königs beim Schicksalsfest den Tod der Gäste vorherzusagen. Wer diesem Schicksal entkommt, hat einen Wunsch frei. Wer jedoch stirbt, dessen Seele raubt der König, um seine Unsterblichkeit zu sichern. Als der junge Elitesoldat Nox am Schicksalsfest teilnimmt, hat er nur ein Ziel: in einem Rachefeldzug die königliche Familie auszulöschen, angefangen mit Celestra. Doch eine Prophezeiung zwingt Celestra, Nox das Leben zu retten und damit Hochverrat zu begehen. Nun machen der König selbst und Celestras machthungrige Mutter Jagd auf sie beide. Wenn sie überleben wollen, müssen Celestra und Nox zusammenarbeiten. Und dabei entwickeln sie Gefühle füreinander, die nicht sein dürfen. Tatsächlich habe ich von der Autorin schon was gelesen und zwar wurde das Buch, glaube ich, jetzt neu aufgelegt oder so ähnlich. Ich fand es nicht so geil, aber das klingt jetzt schon auch sehr spannend. Also das werde ich mir auf jeden Fall näher angucken. Ich finde, das klingt schon richtig gut, ne? Also weiß ich nicht, aber ich kenne halt die Autorin schon und da hat sie mich halt eben nicht so überzeugen können. Auch am hellsten Tag ist der zweite Band einer Dilogie und es erscheint am 21. Mai, ist von Ali Kasimmeier geschrieben. Es wird 16 Euro als Paperback kosten und es erscheint im Revalerie Verlag. Da es sich um eine zusammenhängende Dilogie handelt, lese ich jetzt den Klappentext von Band 1 vor. Viel zu früh hat Liora einen entscheidenden Verlust durchlebt, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber statt sich der Trauer hinzugeben, versucht sie positiv zu bleiben und das Gute in ihrem Leben zu sehen. Und dazu gehört ihre Arbeit an einem der buntesten Orte, die man sich vorstellen kann, einen Blumenladen. Doch so fröhlich dieser auch ist, umso stiller und abweisender ist Lioras neuer Arbeitskollege und Nachbar. Kieran hat es nicht so mit Worten und arbeitet lieber still für sich. Das macht die Zusammenarbeit zu Beginn nicht gerade einfach, dennoch entwickelt sich bald eine zarte Freundschaft zwischen den beiden grundverschiedenen Menschen. Aber schon bald wirft Kierans Vergangenheit ihre Schatten auf sein neues Leben und Liora muss sich entscheiden, ob sie bereit dazu ist, mit ihm seine finsteren Nächte zu durchstehen, immer in der Gefahr, von diesen verschluckt zu werden. Tatsächlich finde ich das gar nicht schlecht, also es klingt nicht schlecht, aber ich habe mir Band 1 nie besorgt gehabt und ich habe zwar grundsätzlich Interesse dran, aber das ist jetzt von der Priorität her einfach nicht so weit oben. Die Maske der Spiegel erscheint am 21.
20. Mai, ist von M.A. Carrick geschrieben. Es wird als Paperback 20 Euro kosten und es erscheint im Panini Verlag. Was ist echt in einer Stadt der Masken? Ren ist eine Betrügerin und Hochstaplerin, die nach Nadezhra gekommen ist, um sich den Weg in eine Adelsfamilie zu erschleichen und sich deren Vermögen zu sichern. Doch als sie das Haus Trementis erreicht, muss sie schnell feststellen, dass die Familie nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Eine dunkle Magie der Albträume beginnt, sich durch die Stadt zu winden und Ren ist schnell darin gefangen. Sie muss sich mit den Intrigen der Aristokraten und den Machenschaften der Unterwelt auseinandersetzen, um zu überleben. Doch auch Ren hat ein Geheimnis, das sie vor der Welt verborgen hält. Kann sie die Stadt vor dem Untergang retten und ihr eigenes Herz vor den Dämonen der Vergangenheit bewahren? Und gefühlt habe ich das Buch nirgends gesehen, überhaupt keine Werbung dazu vernommen etc. pp. Aber ich finde, das klingt richtig, richtig cool. Auch hier eher wieder so düster und so. Also das ist momentan voll mein Ding, also spricht mich wahnsinnig an. Let's Be Free erscheint am 21. Mai, ist von Nicole Böhm und Annabelle Stehl geschrieben. Es ist der dritte Band einer Reihe. Es wird als Paperback 15 Euro kosten und es erscheint im Mira Taschenbuch Verlag bzw. jetzt Reverie Verlag. Da es sich um einen dritten Band handelt, lese ich euch natürlich Band 1 vor. Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shay ein Traum in Erfüllung. Nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann darüber hinaus einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht, wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shays bester Freund Tyler feststellen, der gemeinsam mit ihr einen Neustart wagt. Shays Kollegin Ariana und die Fotografin Ivy versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen und müssen dabei so manchen Rückschlag hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den Vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren. Ich habe tatsächlich Band 1 und 2 schon gelesen, deswegen ja, ich werde definitiv diesen dritten Band lesen. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Golden Bay, How It Hurts von Bianca Iosivoni ist ein zweiter Band, erscheint am 22. Mai als Paperback für 16 Euro und zwar im Penguin Verlag. Da es sich um eine Reihe handelt, werde ich euch den Klappentext von Band 1 vorlesen. Zwei Dinge hat Amber sich geschworen. Sich nie mehr zu verlieben und nie wieder an das zu denken, was vor 5 Jahren geschehen ist. Doch als sie in ihre Heimat auf die kanadischen Insel Golden Bay zurückkehrt, wird sie von Erinnerungen überfallen. An Strandtage und Sternschnuppennächte mit Holden, dem Mann, der ihr das Herz gebrochen hat. Als sie ihm auf einer Hochzeit wieder begegnet, sind die tiefen Gefühle plötzlich wieder da, aber auch die Wut und die Enttäuschung. Auf keinen Fall will sie noch einmal so verletzt werden wie in jener Nacht, als sie mit Holden weglaufen wollte und ihre ganze Welt zusammenbrach. Doch mit den alten Gefühlen flammt eine neue, gefährliche, intensive Anziehung zwischen ihnen auf. Eine Anziehung, der Amber unter keinen Umständen nachgeben darf, wenn sie nicht erneut alles verlieren will. Und ja, hier muss ich auch sagen, es klingt wirklich gut und ich mag Bianca Iosivoni. Es ist wirklich so. Ich mag ihre Bücher, ich mag ihren Schreibstil, zumindest das, was ich gelesen habe, fand ich wirklich gut. Und ich hätte rein theoretisch auch Interesse dran, diese Reihe ja irgendwie irgendwann auch zu lesen. From Friend Zone with Love erscheint am 31. Mai, ist von dem Autorinnen-Duo Eliza Hart geschrieben. Es wird 15 Euro kosten als Paperback und es erscheint im Piper Verlag. Verliebt in die Schwester des besten Kumpels? Keine gute Idee. Das hat Damian am eigenen Leib erfahren. Dabei hat Blair ihm das Herz gebrochen, bevor ihr Bruder auch nur Wind davon bekommen konnte. Die Nur-Freunde-Masche ist für Damian nicht drin. Umso schwieriger wird es, als Blair mit ihm in die gleiche Klasse auf der Berufsschule kommt und sie am selben Projekt arbeiten müssen. Als er dann auch noch im Affekt zustimmt, Blairs Freund zu spielen, um ihr einen Kerl vom Hals zu halten, ist das Chaos komplett. Die aufkeimende Nähe zwischen den beiden bringt dabei nicht nur Damians Gefühle wieder ziemlich durcheinander. Aber kann Damian Blairs Zurückweisung erneut riskieren und wird er seine Freundschaft zu ihrem Bruder aufs Spiel setzen? Klingt auf jeden Fall sehr jugendlich. Ich habe bisher ein Buch von Eliza Hart
gelesen. Und es steht noch ein weiteres Buch hier, was ich definitiv jetzt demnächst lese. Und je nachdem, wie mir das gefällt, werde ich entscheiden, ob ich das lesen werde. Das erinnert mich an ein Buch, was ich eben von denen gelesen habe. Das hat irgendwie so einen ähnlichen Vibe, so vom Klappentext her auch. Und das fand ich ja eben nicht so gut. Deswegen abwarten und Tee trinken. In Chase Be There erscheint am 31. Mai als Paperback für 14,90 € im Lux Verlag und ist von Tess Tiegfart geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, wirklich nicht. Es ist der zweite Band einer Reihe und ich lese euch mal den Klappentext vor. Für ihren Neustart in Boston will Laurel ihre Vergangenheit hinter sich lassen und sich ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Voller Elan stürzt sie sich in die Arbeit als Anwältin bei Goldbright & Partners. Ihr Vorsatz gerät jäh ins Wanken, als sie Aaron Bates begegnet, dem Juniorpartner der Kanzlei. Zunächst hält Laurel ihn für das Klischee des arroganten Anwalts, aber als sie ihn besser kennenlernt, gelingt es ihr, einen Blick hinter seine Fassade zu werfen. Doch Aaron ist Laurels Mentor und damit ihr Boss. Und als die beiden bei Recherchen zu einem Mordfall viel Zeit miteinander verbringen, fällt es ihnen immer schwerer, der starken Anziehung zwischen ihnen zu widerstehen. Ich habe tatsächlich Band 1 noch nicht gelesen. Der ist tatsächlich noch auf der Wunschliste. Das Buch wandert da auch drauf. Das hat jetzt nicht die höchste Priorität, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Sweet Revenge erscheint am 31. Mai 2024 als Taschenbuch für 16 € im Lux Verlag und ist von Rachel Chernes und Nikki Thorne geschrieben und ist der Auftakt einer Reihe. Wes Golden ist der Star des Footballteams und der unangefochtene König der Cypress Prep School. Niemand stellt seine Entscheidungen in Frage und rührt an seinem Status. Als er im Safe seines Vaters anrüchige Fotos von Blue Riley, der neuen Schülerin in seinem Jahrgang, findet, hat er nur ein Ziel: ihr das Leben zur Hölle machen. Womit er nicht gerechnet hat, Blue ist die Erste, die sich nicht vor ihm wegduckt, sondern ihm die Stirn bietet. West ist fasziniert von dem blonden Mädchen mit der rebellischen Ader und kann nicht verhindern, dass er verbotene Gefühle für die Außenseiterin entwickelt. Also das klingt auf jeden Fall nach so Bully Romance, also mit diesem Mobbing-Trope. Könnte spannend sein. Könnte spannend sein, könnte aber auch totaler Flop sein. Bin ich gespannt, schaut toll aus, klingt spannend, klingt interessant, werde ich mir definitiv genauer anschauen. The Hurricane Wars erscheint am 31. Mai, ist von Thea Guanzon geschrieben, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es wird 24 € als Hardcover kosten und es erscheint im Lux Verlag und ist ein Reinstart. Talasin ist ein Findelkind und kannte bisher nur den erbarmungslosen Krieg gegen das Nachtimperium. Als einzige noch lebende Lichtweberin kämpft sie mit ihrer Magie an vorderster Front. Eines Tages kreuzt sich ihre Klinge mit der von Alaric, dem Prinzen des Nachtimperiums. Und obwohl sie erbitterte Feinde sind, schrecken sie beide vor dem letzten tödlichen Schlag zurück. Als sich Taliesins Erbe offenbart, wird klar, dass nur sie und Alaric den Krieg beenden können und sie ihre magischen Kräfte vereinen müssen, um eine nie dagewesene Bedrohung abzuwenden. Doch wie kann sie sich mit dem Mann verbünden, der ihr so viel Leid gebracht hat, ganz gleich, welche Gefühle er trotz allem in ihr auslöst? Klingt auf jeden Fall interessant, klingt nach Fantasy, wie ich sie mag. Ja. Abwarten und Tee trinken. Ich finde, es klingt auf jeden Fall so, dass ich es mir auf jeden Fall näher anschauen werde. Papier und Feuer, die magische Bibliothek, das ist der zweite Band einer Reihe von Rachel Kane. Es wird als gebundenes Buch 18 € kosten und es erscheint am 15. Mai im Heine Verlag. Auch hier lese ich euch wieder den Klappentext von Band 1 vor. Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation in der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten.
Chess liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Chess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Chess reist nach Alexandria, um in der großen Bibliothek seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und stellt fest, dass es den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben. Und ja, ich habe das Buch tatsächlich hier gehabt, habe es wieder aussortiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Gutes, ich habe Schlechtes gehört. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm, dass die Reihe fortgesetzt wird. Ist jetzt aber nichts, was ich mir definitiv sofort holen werde. Riders of the Lost Heart erscheint am 15. Mai. Es ist geschrieben von Joe Segura und es wird als Paperback 16 € kosten und es erscheint im Heine Verlag. Archäologin Dr. Socorro Major, genannt Cory, kann es nicht glauben. Sie fliegt zu einer Ausgrabung in den mexikanischen Dschungel, von der sie schon ihr Leben lang träumt. Es gibt nur einen Haken und der heißt Fort Matthews. Denn nicht Cory, sondern ihr Erzrivale leitet die Expedition. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass es sich zwischen Cory und dem attraktiven Archäologen vor Jahren beinahe zu einem Kuss gekommen wäre. Im Camp geraten die beiden immer wieder aneinander, denn Cory ist sich sicher. Sie graben an der falschen Stelle. Um das zu beweisen, muss sie mit Ford auf eine Erkundungstour gehen. Zu zweit in einem Zelt in der Hitze des Dschungels. Kann das gut gehen? Ich finde, das klingt wahnsinnig gut und darauf habe ich wahnsinnig große Lust. Ein Buch, was ich definitiv lesen möchte. Better Than the Movies erscheint am 30. Mai, ist von Lynn Painter geschrieben. Es wird 16 € kosten und es erscheint im Goldmann Verlag. Liz träumt vom perfekten Prom-Date, doch dafür müsste sie erst einmal ein Liebesleben haben. Als ihr Kindheitscrush Michael zurück in die Stadt zieht, sieht sie ihr Glück in greifbarer Nähe. Zu dumm, dass Michael in ihr immer noch die niedliche kleine Liz von früher sieht. Damit sich das ändert, braucht sie die Hilfe von Wes. Der beliebte Bad Boy, der nebenan wohnt, raubt ihr zwar, seit sie denken kann, den letzten Nerv, ist aber mit Michael befreundet und damit ihr Türöffner. Wes tut alles, damit Liz und Michael zusammenfinden. Allerdings bringen seine Bemühungen auch ihn und Liz einander näher. Und Liz muss sich fragen, wem ihr Herz wirklich gehört. Und ha, ich habe so Lust drauf. Lynn Painter hat mich jetzt einmal enttäuscht und einmal total begeistert. Ich muss definitiv mehr von ihr lesen, um herauszufinden, ist es eine Autorin für mich oder ist sie es nicht? Before I Do, wenn das beste Date deines Lebens plötzlich wieder vor dir steht, erscheint im Penguin Verlag und zwar am 15. Mai. Es ist geschrieben von Sophie Cousins oder so ähnlich und es wird 13 € als Taschenbuch kosten. Audrey heiratet Josh, den netten, zuverlässigen Josh. Sie haben eine gemeinsame Wohnung und ein gemeinsames Konto und mit Josh spürt Audrey zum ersten Mal, wie es ist, einem anderen Menschen grenzenlos zu vertrauen. Aber trotzdem, sollte sich die Liebe nicht anfühlen wie ein Feuerwerk, groß und bunt und unberechenbar? Je näher der Tag der Hochzeit rückt, desto mehr Zweifel Audrey, ob Josh wirklich der Richtige ist. Dann taucht Josh Schwester beim Probedinner mit Fred auf. Ausgerechnet mit Fred, dem Mann, den Audrey vor 6 Jahren an einem Fotoautomaten an der Londoner Haltestelle Baker Street kennengelernt hat und mit dem sie ein einziges unvergessliches romantisches Date verbrachte, bevor er wieder aus ihrem Leben verschwand. Und als mit einem Mal bei den Hochzeitsvorbereitungen alles schiefläuft, was nur schieflaufen kann, muss Audrey sich fragen, ob das Schicksal sie vor einem riesengroßen Fehler bewahren will. Und auch dieses Buch spricht mich wahnsinnig an. Ich habe ganz, 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 ganz große Lust drauf. Will ich unbedingt lesen. Arcadia, die Zukunft der Welt, Band 2 dieser Reihe von Jasmine Dreher, erscheint
als Paperback für 16 Euro am 15. Mai und zwar im CBJ Verlag. Ich lese euch den Klappentext von Band 1 vor. Ben und Emily würden beide alles geben, um im Elite-Internat Arcadia aufgenommen zu werden. Emily stellt sich dafür sogar der lebensgefährlichen Aufnahmeprüfung. Sie möchte nichts lieber als ihre besondere technische Begabung in dem Dienst der Menschheit stellen und an der hochgeheimen Akademie werden die Techniken der Zukunft entwickelt. Ben hingegen schmuggelt sich unter falscher Identität dort ein, denn er hat sich von einem Technikkonzern anheuern lassen, um dort zu spionieren. Doch schon bald ereignen sich auf der abgeschiedenen Insel im Atlantik mysteriöse Vorkommnisse und beide müssen sich der Tatsache stellen, dass sich hinter den Kulissen der renommierten Schule ein ungeheures Geheimnis verbirgt. Tatsächlich finde ich auch das super, super ansprechend. Ich habe Band 1 tatsächlich noch nicht hier, aber ich werde mir auf jeden Fall auch zu Band 2 die Rezensionen anschauen und je nachdem dann entscheiden, ist aber auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste. Broken Heart Summer von Tonja Grüger erscheint am 16. Mai als Paperback für 15 Euro im DTV Verlag. Sonne, Strand, Meer. Ray und Maya verbringen den Sommer auf Hawaii. Eigentlich will Ray ihrer Freundin dabei helfen, deren Dad zu finden. Als sie jedoch Cam begegnet, ist plötzlich alles anders. Ray blüht auf und genießt ihre neu entdeckten Gefühle. Doch ist eine Beziehung mit Cam überhaupt möglich und wird ihre Liebe die Distanz zwischen Hawaii und San Francisco überstehen? Da macht Maya ihr auch noch ein unerwartetes Geständnis und plötzlich scheint es, als drohe Ray am Ende dieses Urlaubs nicht nur ihre große Liebe Cam zu verlieren. Bei dem Buch bin ich mir absolut unsicher, ob das was für mich ist oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall mal vermerkt und werde mir hier auf jeden Fall erstmal Rezensionen dazu anschauen. Friday I'm in Love von Cameron Garrett erscheint am 17. Mai als Taschenbuch für 18 Euro im Arena Verlag. Sei stolz und leuchte, das ist Mahalias Motto. Deswegen will sie ihre Queerness mit einer Coming-out-Party feiern. Doch für sich selbst einzustehen kann eine große Herausforderung sein, vor allem wenn das Geld dafür fehlt und ihre Mutter noch nichts von ihrem Queerness weiß. Als sich Mahalia in das neue Mädchen Siobha in ihrer Klasse verliebt, ist klar, sie muss diese Party feiern und der Welt zeigen, wer sie ist. Aber die komplizierten Gefühle zu Siobha sind nicht die einzige Hürde, die Maliha überwinden muss. Denn dann verliert ihre Mom auf einmal ihren Job und sie hat riesigen Streit mit ihrer besten Freundin. Trotzdem ist sie fest entschlossen, die Party ihrer Träume zu feiern und alles zu geben. Vielleicht hat sie so beim Mädchen ihres Herzens ja doch noch eine Chance. Alles in mir schreit, dass das total cringe ist. Auf der anderen Seite interessiert mich das tatsächlich, weil das Cover schon irgendwie sehr ansprechend ist. Der Klappentext auch. Wir haben hier sehr viele Randgruppen, also queer, schwarz etc. pp. Ich bin da super interessiert dran, aber vorsichtig. Vorsichtig, weil das so gar nicht so mein Beuteschema von Buch ist. Deswegen auch hier werde ich erstmal abwarten. Dates und andere Illusionen erscheint am 21. Mai als Taschenbuch für 16 Euro, ist von Beth Reckless geschrieben und es erscheint im HarperCollins Verlag. Die schon immer alleinstehende Sophie ist auf der Suche nach Liebe. Während ihre Freunde sich niederlassen und ihre Familien ihr Druck machen, endlich den richtigen zu finden, scheint ihre anonyme Kolumne über Beziehungen erfolgreich zu sein als ihr tatsächliches Liebesleben. Aber jetzt, da die Hochzeit ihrer Schwester bevorsteht, ist sie fest entschlossen, nicht alleine zu erscheinen. Und wenn sie ihren Seelenverwandten nicht rechtzeitig findet, muss sie es eben vortäuschen. Auch hier bin ich super gespannt drauf, was sich da dahinter verbirgt. Klingt auch wieder nach Rom-Com, klingt nach etwas, was ich auf jeden Fall lesen möchte. Mile High erscheint am 22. Mai, ist von Liz Tomford geschrieben. Es wird als Paperback 15 Euro kosten und es erscheint im Blofferlee Verlag. Frauenheld und Bad Boy Sander lebt seinen Traum. Er spielt in der National Hockey League für Chicago, reist mit seinem Team durchs Land und nimmt fast jeden Abend eine andere Frau mit ins Bett. Für die neue Saison gibt es erstmals eine feste Crew für den Privatjet und damit eine goldene Regel. Finger weg von den Flugbegleiterinnen. Doch das ist hart. Crewmitglied Stevie ist schlagfertig, anders, ihre Art zieht Zander an und vor allem ihre Kurven bekommt er nicht mehr aus dem Kopf. Schon bald kann auch Stevie sich nicht mehr gegen die Anziehung wehren. Doch sie weiß, dass sie nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Herz riskiert, wenn sie sich auf Zander
einlässt. Ich brauche dieses Buch. Ich brauche das. Ich will das. Ich muss das lesen. Ich freue mich da so sehr drauf. Also darauf habe ich wahnsinnig riesige, große Lust. Neon Knights, das zerschlagene Schwert, wird 16 Euro als Taschenbuch kosten, erscheint am 22. Mai im Blauverlee Verlag und ist von Laurie Eve geschrieben und ist der Auftakt einer Reihe. Sie glauben, alles über die Artus-Sage zu wissen? Dann kennen Sie die Neon Knights noch nicht. In dieser düsteren Romandilogie nehmen die Ritter nicht etwa an der Tafelrunde Platz, sondern ringen als geltungssüchtige Celebrities in Fernsehkämpfen um Ruhm, Reichtum und Gerechtigkeit. Allen voran die junge Red, die sich nichts sehnlicher wünscht, in die Regie der Ritter aufgenommen zu werden und endlich Rache an dem Mann zu nehmen, der vor so vielen Jahren ihr Leben zerstört hat. Und da bin ich auch sehr interessiert dran tatsächlich. Ich fand ja Legendborn, wo es ja auch um die Artus-Sage gegangen ist, echt richtig gut. Und irgendwie kribbelt es mir da in den Fingern. Ich kann mir darunter zwar noch nicht so richtig was vorstellen und irgendwie klingt das auch total krass. Irgendwie, weiß ich nicht, aber ich hätte voll Lust drauf. Beach Rivals, keine Insel ist zu klein, für die große Liebe von Georgie Tinley, erscheint am 22. Mai im Goldmann Verlag für 12 Euro als Taschenbuch. Einen Sommer lang in einer Buchhandlung am Strand von Bali arbeiten für Claire die perfekte Gelegenheit, um ihrem planlosen Leben im winterlichen England zu entfliehen. Doch auf der Insel angekommen, erfährt sie, dass der Buchladen kurz vor dem Ruin steht und sie auch nicht alleine dort arbeiten wird. Claire muss den Traumjob und sogar die Unterkunft mit dem arroganten Amerikaner Jack teilen. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und beschließen, sich möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch ihr gemeinsamer Einsatz für die kleine Stadtbuchhandlung bringen Claire und Jack ständig zusammen. Und auch das ist offensichtlich wieder eine Rom-Com. Ich finde es voll geil, dass diese Rom-Coms irgendwie so farbenfroh sind. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Farbenfroh bedeutet Rom-Com. Und auch da freue ich mich sehr drauf. Also das möchte ich auch lesen. Consider Me von Becca Mack erscheint am 24. Mai als Paperback für 16 Euro im Carlsen Verlag. Carter Beckett ist arrogant, egozentrisch, eingebildet und musste sich noch nie in seinem Leben um irgendwas bemühen. Er bekommt alles, was er will. Und jetzt will er mich. Aber eins ist klar, ich habe nicht die geringste Absicht, mich auch auf ihn einzulassen. Aber je öfter sich unsere Wege kreuzen, desto schwieriger wird es, standhaft zu bleiben und mein Herz zu schützen. Denn Carter hat noch eine andere Seite, die niemand kennt. Eine, die er nur mir offenbart. Und die hat so ganz und gar nichts mit einem Player zu tun. Trotzdem halte ich mich zurück, bleibe vorsichtig. Was bedeutet, dass Carter zum ersten Mal in seinem Leben derjenige ist, der bettelt? Um mein Vertrauen, um eine einzige Chance. Und auch hier muss ich sagen, spricht mich der Klappentext schon sehr an. Ich habe irgendwie so ein Faible dafür, wenn Klappentexte so in dieser Ich-Perspektive geschrieben sind. Ich weiß auch nicht, spricht mich schon sehr an, muss ich wirklich, wirklich zugeben. Das Reich der Verdammten von Jay Christoph wird 28 Euro als Hardcover kosten und es erscheint im Thor bzw. Fischer Verlag. Es ist ein zweiter Band, deswegen lese ich euch den Klappentext von Band 1 vor. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatsdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach San Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Ich habe tatsächlich Band 1 schon hier, aber noch nicht gelesen. Das sind wirklich richtig dicke Klopper und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Deswegen warte ich auf jeden Fall auch noch mit dem Lesen, aber es wird definitiv bei mir einziehen. Genau jetzt mit dir von Tine Nell erscheint am 29. Mai als Paperback für 15 Euro im Fischer Verlag. Eigentlich wollte Alma nicht mehr als Hebamme arbeiten. Doch nach ihrem Umzug von Frankfurt in die schwedische Kleinstadt Norra wagt sie einen Neustart in der Praxis ihrer Tante. Ihre Arbeit
bereitet ihr endlich wieder Freude. Umso mehr, als sie bei einem Hausbesuch den Bruder der werdenden Mutter kennenlernt. Liam Hansen geht ihr so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Er scheint ihre Nähe ebenso zu suchen und die großartige Natur rund um Nora verstärkt die Anziehung. Doch Liam darf auf keinen Fall erfahren, was in Almas Vergangenheit geschehen ist. Und auch hier bin ich super unentschlossen. Auf der einen Seite würde ich gerne mal ein Buch über eine Hebamme lesen, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bin ich sehr gespannt, ist auf jeden Fall vermerkt. Thrones and Curses von den Sternen berührt. Von Laura Sebastian wird 20 Euro als gebundenes Buch kosten und es erscheint am 30. Mai in dem CBJ Verlag. Seit dem Tag ihrer Geburt ist das Schicksal der drei Prinzessinnen Sophronia, Daphne und Beatrice vorbestimmt. Sie werden eines Tages Königinnen sein. Und nun, kurz nach ihrem 16. Geburtstag, müssen die drei ihr Heimatland verlassen und ihre Prinzen heiraten. Die Drillinge scheinen die perfekten Bräute zu sein. Wunderschön, intelligent und vor allem sittsam. Eine fatale Fehleinschätzung, denn Sophie, Daphne und Beatrice sind keine Unschuldslämmer. Seit ihrer Kindheit wurden die drei in Täuschung, Verführung und Waffenkunst unterrichtet und das mit einem einzigen Ziel, die Monarchie ihrer Nachbarländer zu stürzen. Doch das Leben außer Landes stellt jede der drei vor ihre ganz eigenen Probleme und während nach und nach dunkle Wahrheiten ans Licht kommen, müssen sie sich fragen, werden sie dem Plan treu bleiben oder müssen sie lernen, dass sie niemandem vertrauen können, nicht einmal einander. Die Idee von drei Drillingen, also Drillingen, die gleich ausschauen, den gleichen Plan haben, ihre Prinzen heiraten müssen und so, ich finde es so geil, ich finde es so gut. Ich finde, also das Cover ist echt nicht so meins, ne? Aber das spricht mich schon echt richtig doll an. Wenn wir wie Sterne leuchten von Peyton James Thomas erscheint am 30. Mai als Paperback für 16 Euro im CBJ Verlag. Finch Kelly hat sehr genaue Zukunftsträume. Er möchte in DC studieren und als erster Transabgeordneter des US-Kongress in die Geschichte eingehen. Dafür muss er jedoch erst einmal die nationale Debütiermeisterschaft gewinnen, denn ohne goldenen Pokal, ohne College-Zulassung und ohne Stipendium rückt dieser Traum in unerreichbare Ferne. Zum Glück hat er Jonah an seiner Seite, seinen Debattierpartner und besten Freund. Vor Jonah braucht er nichts von sich zu verstecken. Kein Wunder also, dass er sich bei ihm am wohlsten fühlt. Das hat nichts mit Liebe zu tun, denn Finch ist sich sicher, dass er auf Mädchen steht. Wenn er doch nur nicht in letzter Zeit ungewöhnlich oft an Jonah denken müsste. Auch hier ein Thema, was mich auf jeden Fall interessiert. Es ist auch wieder ein queeres Buch. Wir haben hier offensichtlich Trans als Thema. Finde ich spannend, würde ich mir auf jeden Fall näher anschauen. Rosefield Academy of Arts, The Promises We Make von Anna Woods erscheint am 31. Mai für 15 Euro als Paperback im Evalor Verlag und ist ein Band 2. Als die gewissenhafte Charlotte erfährt, dass dem Jahrgangsbesten ein Praktikum bei einem Modedesigner winkt, stürzt sie sich in die Arbeit. Doch jemand sabotiert sie und stiehlt ihre Arbeitsmittel. Ausgerechnet Regelbrecher Andrew kennt den Täter. Er schlägt Charlotte einen Deal vor. 5 Dates, um ihr zu zeigen, wie schön das Leben ist, wenn man nicht jede Regel befolgt. Danach erhält sie den Namen des Rivalen. Sie willigt ein und kann das Knistern zwischen ihnen beiden nicht mehr leugnen. Doch Charlotte spielt mit dem Feuer und plötzlich steht alles auf dem Spiel, wofür sie je gekämpft hat. Hier kann ich noch überhaupt keine Einschätzung treffen. Ich habe schon mal was von Anna Woods gelesen, das war okay. Und den ersten Teil, den werde ich auf jeden Fall noch lesen. Und je nachdem, wie mir der gefällt, werde ich die Reihe dann fortsetzen oder halt eben nicht. Corrupt, dunkle Versuchung von Penelope Douglas erscheint am 31. Mai für 15 Euro als Paperback und zwar im Everlove Verlag. Rika zieht zum Studium in die Großstadt. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie auf sich alleine gestellt. Was sie nicht ahnt, sie wird bereits erwartet von dem Mann, in dem sie schon immer heimlich verliebt war, dessen Verachtung sie aber stets gespürt hat. Michael Christ.
Seit 3 Jahren wartet er und seine Freunde darauf, Rika für all das bezahlen zu lassen, was sie ihnen angetan hat. All das Leid, all den Schmerz. Michael weiß, dass Rika ihn will und beginnt ein böses Spiel mit ihr. Doch Rika ist nicht so wehrlos, wie er denkt. Schon bald beginnt sie Gefallen an dem Spiel zu haben und es zu gewinnen. Ich bin super gespannt. Geht auch wieder in diese Dark Romance Richtung. Ich werde das ausprobieren. Und Penelope Douglas kenne ich ja auch schon und fand ich echt gut. Die Masken von Ayetoro erscheint am 31. Mai von Jordan Ifuko oder so ähnlich. Und es wird als Hardcover 22 € kosten und ebenfalls im Piper Verlag erscheinen. Seit frühester Kindheit wurde sie darauf vorbereitet. Endlich zieht Tarisai in die Hauptstadt des Königreichs, um dort eine der 11 Vertrauten des Kronprinzen Dayo zu werden. Sie, die in kompletter Isolation aufgewachsen ist, findet dadurch die Gemeinschaft, nach der sie sich immer gesehnt hat. Doch die neue Position gibt ihr auch Macht, die Macht, Dayo zu töten. Genau das ist der magische Wunsch ihrer manipulativen Mutter, der Tarisai als Kind eingepflanzt wurde und dessen grausame Magie sie gefangen hält. Wird Tarisai stark genug sein, sie zu verteidigen, den sie liebt? Auch hier bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Klingt, finde ich, wahnsinnig gut. Aber ich kann halt mal wieder nichts aussprechen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert an dem Buch. So, und damit haben wir es jetzt geschafft. Ich habe alle Neuerscheinungen zusammengefasst, die mich persönlich interessieren, die mich ansprechen, die ich spannend finde. Und es sind tatsächlich echt wieder sehr, sehr, sehr viele. Und ich weiß gar nicht, warum. Warum? Also, keine Ahnung, wie soll ich jemals diese Bücher lesen, die in meinem Regal stehen, wenn jeden Monat so viele, so gute, so interessant klingende Bücher erscheinen? Ich weiß es wirklich nicht. Es ist nicht so, dass die Bücher in meinem Regal uninteressant wären, aber die Neuerscheinungen sind halt dann oft mit Farbschnitt oder halt gerade so im Hype und ich will mitreden und ich will es erfahren und ich will es lesen und irgendwie sprechen die mich dann auch stellenweise mehr an wie meine Subbücher. Es ist halt einfach so. Ich freue mich jetzt sehr. Ich bin sehr gespannt, was einziehen wird im Mai. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, gerne verraten, was bei euch so auf der Liste steht. Und damit schließe ich jetzt dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt mir so ein bisschen Rückmeldung. Diese Videos sind wahnsinnig aufwendig. Die kosten unheimlich viel Zeit in der Vorbereitung, im Drehen und dann nochmal im Schnitt. Deswegen gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo oder beides. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.